Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Evil Awaits. Ja, da ist tatsächlich mal ein neues Survival-Horror-Game erschienen, im diskreten Retro-Gewand. Ich würde so auf das Niveau des ersten Resident Evil 4 für den GameCube verorten, da etwa bewegen wir uns. Und darum frage ich mich selbst, warum will ich es eigentlich spielen, weil ich ja nicht so ein großer Fan von diesen Retro-Geschichten bin. Aber irgendwas hat mich daran gereizt. Ich glaube initial erstmal, dass die Protagonistin recht gut animiert ist, was sehr ungewöhnlich ist für so ein Retro-Zeugs. Und ich habe dabei auch gedacht, gut, die werden hier alles auch selbst gebaut haben. Die haben jetzt gar keine Assets zugekauft. Das ist Handmade Product. Geil. Und Survival Horror geht doch eigentlich immer, oder? Ich bin da mal ein bisschen in Sorge, weil die sind dann ja auch sehr knackig und ich werde mich hier blamieren, weil ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet. Aber ich habe mich doch dazu mal entschieden, wir zocken das mal an. Wird bestimmt geil. Heißt hiermit beschlossen. Wehe, hiermit sagt was anderes. Los geht's. Casual, Standard, Hardcore. Und es wäre peinlich, wenn ich auf Casual gehe, ne? Wir machen Standard. Okay. Nobody fires or additional supplies. Ups. Okay, Leute, die mit Third-Person-Controls klarkommen. Ist das Hardcore? Less supplies, more enemies. Oh, additional. Ach so. Ich dachte, ich kriege hier gar nichts, aber es gibt kein zusätzliches Zeug. Okay. Passt schon. Wir gehen da jetzt mal rein. Confirm. Slot 1. You will override all progress. Ich hätte noch keinen. Jawoll. Als die Kameras Fahrten lernten. Ja, da gab es diese ganz übertriebenen Kamerafahrten. Ich halte den Mund. Okay, wir folgen offenbar einem Hilferuf. Ah, das sind wir. Ist total, wenn ich mal drüber nachdenke, was das für einen Sinn ergibt, wenn ich da sage, das sind wir, aber irgendwie hat sich so eingeschlichen. Das ist, glaube ich, auch so die Norm, ne? Au, und wir können zuschlagen. Das gefällt mir. Aber seht ihr unten rechts? Das verbraucht so viel Kondition. Na, mal sehen. Oh, Schlüssel haben wir? Cool. Es wirkt relativ frisch und modern eigentlich. Gefällt mir ganz gut. Okay. Okay, was geht da vor sich? Interessiert mich nicht. Ich lese erstmal Notizen. I look forward to having one last get together. Okay, with the other employees before. Okay, ich plane noch einmal mit den Mitarbeitern zusammenzukommen, bevor wir das Schloss für diese Saison schließen. Die aktuelle Konstruktion war ein Albtraum, hat nur Ärger bereitet und blockiert die Straßen und den Eingang. Also konnten weder die Mitarbeiter noch die Kunden leicht reinkommen. Gar nicht zu erwähnen, der furchtbare Geruch, seit sie angefangen haben, im Erdboden des Schlosses zu arbeiten. Kein Wunder, dass die Saison nicht gut lief. Eins ist sicher, ich werde diesen Ort nicht vermissen. Katie. Okay, B ist mein Inventar. Das sieht sehr aufgeräumt aus, gefällt mir auch. Das ist alles schön. Passt alles. Oh, ich habe hier eine Pistole. Oh, die wackelt vielleicht ein bisschen zu sehr mit der Hüfte, aber an sich ist das schon in Ordnung.
So, noch eine Notiz. Das Training war heute hart für uns Nachtwachen und nicht so wie sonst. Es scheint, als würden sie annehmen, dass der Ort voller Monster sein wird und jeder abhaut. Sie gaben uns Waffen und lehrten uns Selbstverteidigung. Anholster, achso, das ist jetzt quasi das Tutorial. Anholstern, zielen, feuern. Und wenn wir keine Munition haben, schlagen wir zu. Das größte Verbrechen, das ich hier gesehen habe, war ein bisschen Graffiti und Abfall. All dieses Geld für Equipment. Shout through the forest. Okay, wenn ein Ruf durch den Wald ausreicht, die Kinder zu vertreiben. Sie haben sogar Nachschub platziert über den gesamten Bereich des Schlosses. Ich habe die noch nicht benutzt, aber ich bin sicher, sie geben eine gute Zielübung ab. Sean. Ah, okay. Melee Attack, Heavy Melee Hold. Ah, okay. Gut, das würde ich gerne mal ausprobieren, unbewaffnet. Ich kann also auch. Ah, das passiert, wenn ich halte. Also Klick ist ein Punch. Dann gefühlte 2 Stunden Erholung. Und dann können wir aber auch nochmal den machen. Sehr geil. Gefällt mir. Aber es wirkt eigentlich relativ atmosphärisch für die an sich magere Grafik. Die ist auch gar nicht so mager, ne? Die Bäume sehen eigentlich ganz okay aus. Cool. Ah, Munition. Wie viel haben wir jetzt? Oh, 20 Schuss. Das ist doch schon mal was. Also, es ist ja mal was. Also, das ist ja mal was. Das ist schon was. Ja, das ist schon was. Ich weiß, das nervt. Ich weiß auch nicht, warum ich das gern mache. Vielleicht nerv ich gern. Oh Mann. Schäme ich so ein bisschen. Können wir das wegsprengen? Nee, das geht nicht in die Luft, ne? Das will ich jetzt aber kaputt kicken. Einfach weil ich es kann. Jawoll. Es könnte jetzt ruhig angezeigt werden, wie viel Schuss das waren. Könnt ihr vielleicht nochmal nachpatchen. Aber gut, das ist offenbar immer ein Zehner. Wenn das immer so ist, kann man sich das gut merken. Gut, also dieses Schloss, von dem die Rede war, scheint ja eher so ein Abenteuerspielplatz zu sein. Oh. Oh, das klingt ein bisschen bedrohlich. Ah, ich kann auch wegrollen. Habt ihr gesehen? Ich ganz allein rausgefunden. Aber auch da muss ich mich erstmal erholen. Mal sehen, wie reagiert er denn auf den Kick, hä? Ha! Tja. Okay, dann bleibe ich erstmal dabei, würde ich sagen. Oh. Sie braucht wirklich viel Erholungszeit. Ich ändere die Strategie ganz spontan. Das Ziel fällt nicht so leicht. Das ist unschön. Okay. Ihr habt vielleicht gesehen, dieses Zielkreuz, das an sich ganz nützlich ist, das verschwindet, sobald wir auf dem Körper zielen. Das ist ein bisschen ungünstig gelöst, muss ich sagen. Na, schauen wir uns das nochmal an. Geht ja jetzt ganz schnell, ich muss ja nichts vorlesen. Wenn ich allerdings nochmal patze, dann schneide ich natürlich. Gut. Dann würde ich sagen, ich hau die jetzt erstmal weg, wenn die auf mich zukommen. Und den Rest erledige ich mit Pistole. Mit ausreichend Abstand. Das waren 3 Treffer etwa, ne, die ich eingesteckt habe, bevor ich draufgegangen bin. Rechnen wir da einfach mal mit 30 Health Points hier Treffer. So, danke schön. Ja, das werden diese Nachschubkisten sein, ne? Ach ja, darum sind da auch diese Fadenkreuze drauf. Der hat ja geschrieben, die eignen sich gut zur Schussübung. Der hat da echt draufgeballert, was da hätte passieren können. So ein Trottel. Ah, das ist auch interessant. Ich habe sofort die Maustaste gedrückt, aber wenn sie läuft, gibt es tatsächlich auch nochmal eine kleine Latenz, bevor man Nahkampf ausführen kann. Ich hoffe, das kann man upgraden mit der Zeit.
Moment, da liegt doch was. Das ist nur ein Helm. So, dann erstmal Abstand gewinnen. Waffe. Waffe. Die halten auch echt was aus, ne? Okay. Da geht's aber ordentlich schnell zur Sache. Ja, zwei Treffer, 62. Okay. Fehlt ja doch nicht so viel. Was bringt mir der? Und warum sehe ich den hier nicht? Und ich habe mir das noch erklärt, wie ich den benutzen kann. Ach, das geht übrigens auch. So eine 180-Grad-Drehung ist mit Q. Jetzt habe ich ja gerade die Orientierung verloren. Doch, von hier bin ich gekommen, genau. Hier muss ich jetzt lang. Toolkit, wofür ist das? Erklärt mir das doch mal. Warum erklärt mir denn keiner was? Ich bin dumm. Das hat der Entwickler nicht berücksichtigt. Okay, kriechen kann ich auch. Ach Mist. Ich hatte irgendwie erwartet, man kann jetzt außen rum und darüber. Falsch geglaubt. Da soll ich bestimmt rein, ne? Aber das ist doch auch interessant. Hier. Das Arkdale-Schloss, Ruheräume und Mitarbeiter- oder Arbeiterunterkünfte. Ah. Was haben wir hier? Workbench. Was können wir da machen? Ah, wir können die Waffen upgraden. Ah, okay. Melee Cooldown, rückwärts Roll Cooldown. Also das würde Sinn machen, wenn wir auch die Schlagkraft erhöhen könnten. Ich glaube, ich werde erstmal ganz konventionell, oder genau dafür brauche ich zwei Toolkits. Da mache ich erstmal gar nichts. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir noch ein Toolkit. Gut, dann würde ich jetzt erstmal die Schusskraft meiner Pistole erhöhen wollen. Das halte ich für eine gute Entscheidung. Die wird uns ja sicherlich eine ganze Zeit begleiten. Und hier können wir speichern. Wollen wir das machen? Ja, natürlich, ne? Weiß sowieso nicht, ob das gleich ein Durchgang wird. Ich habe den Eindruck, man muss sich hier erst ein bisschen einfrickeln. Na. Dann schauen wir mal hier rein. Und noch ein Medkit. Also es wäre schön, wenn das hier angezeigt werden würde. Damit ich auch weiß, wie viel das zurückbringt. Und es wäre auch interessant zu wissen, wie löse ich es überhaupt aus. Ah, hier ist nicht... Doch, hier Medkit. Right Shoulder. Achso, das ist schon die Controller-Belegung. Hier ist Medkit C. Ich mach das jetzt mal. Wenn es zu viel ist, kann ich einfach nur laden. Nee, ist nicht zu viel. Das bringt nur 25 Punkte. Gut zu wissen. Dann war das berechtigt. Machen wir erstmal weiter. Was sieht doch schicker aus als im Trailer, muss man sagen. Ich bin sehr positiv überrascht. Okay. Was ist hier passiert? Blut im Stuhl, das ist nicht gut. Okay, die Leiter hebt mich höher, während die Sterne mich fallen lassen. Der Baum bleibt starr, während es in den Boden gepflanzt ist. Wahrscheinlich ergibt das mehr Sinn im englischen Original. Ach, fuck, du Sch... Ah. Zweimal daneben. Das ist gar nicht gut für ein Survival-Horror-Game. Muss man so sagen. Okay.
Interessant. Was ist das hier? Immer noch ein Medkit. Gut, Ausrüstung gibt es hier einige, muss man sagen. Pump Shotgun. Oh, da hätte ich jetzt gerne die Waffe zu. Okay. Kann ich die drehen? Nee. Hier fehlt auch noch was zum Drehen. Okay, hier komme ich auch nicht durch. Springen kann ich nicht. Ich kann nur rollen. Kann ich vielleicht durchrollen? Nee. Das muss ja einen Grund haben, dass da Räder dran sind. Gehen wir noch... Oh, das würde ich mal runterschießen wollen. Okay, es ist einfach nur ein Sammelobjekt. Die Kugel hätte ich lieber in den Schädel eines Monsters versenkt. Und da haben wir eins. Hallo Monster. Erstmal wieder umhauen, würde ich sagen. Oh, was war das? Ja, da war eine Wurzel, über die sie gestolpert ist. Aber zum Glück bleibt... Kann ich ihn so treffen? Das wäre ja perfekt. Ja. Gut. Da haben wir schon mal einen Trick. Die haben Wegfindungsprobleme. Können uns bestimmt zunutze machen. Genau, dafür hatte ich doch einen Schlüssel. Und noch ein Medkit. Ich werde ja hier verwöhnt. Nehme ich gerade nochmal eins. Ich habe mehr Geräusche gehört beim Schlosseingang heute Nacht. Wann immer ich hingehe, ist das Tor verschlossen und niemand ist in Sicht. Es ist unser Job, die Teenies davon abzuhalten, hier herumzuhängen. Aber ich bin sicher, was ich gehört habe, war was anderes. Vielleicht ein Bär? Wenn du mehr Schutz auf deiner Schicht brauchst, meine alte Schrotflinte ist auf den Dachboden. Mit einigen Patronen. Bis nächste Woche, Bobby. Oh. Hier oben ist eine Schrotflinte. Das ist eine gute Nachricht. Ich muss ja sagen, also ich habe... Oh, hier wird ein Rätsel kommen. Damit können wir uns gleich beschäftigen. Hier mal Women's Restroom. Da waren wir schon dran vorbeigekommen. Ich bin ja ganz froh in einer Zeit zum Gamer geworden. Also ich habe ja noch die Gameboy- und NES-Zeit mitgemacht. Aber dann kam ja auch schon ziemlich bald Mega Drive und danach die PlayStation 1. Und da ging es ja wirklich los mit Tomb Raider und den ganzen Beat'em-Ups. Also da begann die Zeit der starken Frauencharaktere. Und das ist so geil. Also immer nur diese Mucki-Männer zu spielen, der... Ist, ich meine, es war auch damals schon Klischee, aber es war natürlich viel öfter, ne? Dass man dann halt die krassen Kerle daddelt, die die armen Frauen vor ihren Häschern rettet. Dass man auch mal so Badass-Women spielen kann. Das ist doch viel besser. Das ist so ein Traum. Und es ist ja nun schon lange selbstverständlich. Auch wenn uns in sehr ominösen Sendeformaten immer mal wieder was anderes vorgemacht wird, aber es stimmt ja nun mal einfach nicht. Die Zeit ist lange rum, wo das eine reine Würstchenveranstaltung war. Und sexualisiert, ja gut, das kommt vor, aber eben bei Frauen und Männern gleichermaßen. Ne? Nun halt auch unterschiedlichen Kriterien. Oh, die hält aber schon ein bisschen was aus. Ja, und das ist eine Sie, würde ich schon sagen. Oh, meine gute Munition. Aber wahrscheinlich war die generell stärker einfach. Ich hoffe es einfach mal, das wäre kein gutes Zeichen für diese Waffe. So, das müssen wir jetzt mal rausfinden. Leiter, ach so, da war doch dieses Gedicht. Die Leiter hebt mich zum Himmel.
Also, du musst nach oben zeigen. Während die Sterne mich auf den Boden verweisen, dann muss der Stern nach unten zeigen. Genau das machen wir jetzt mal. Und was ist das? Der Baum. Straight up, da muss der auch hoch, ne? Gut, im Zweifel finden wir es jetzt per Try and Error raus, weil die anderen beiden müssen richtig sein. Oh, das war jetzt schon richtig. Ich habe etwas downstairs gehört. Ich habe es gerade nicht gelesen. Stimmt das? Oder upstairs? Ich weiß nicht. Aber hier hat sich nichts geändert, ne? Den schauen wir mal runter. Sprinten funktioniert nicht immer. Ist auch ein... Also, es gibt noch ein bisschen zu feilen an dem Spiel. Aber die Richtung stimmt schon. Ah, hier! Das ist neu. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? This would echo the death beneath. Oh Gott, ich kann das kaum übersetzen. Dabei nehme ich mal eine Übersetzungssoftware. Ja, das ist ein bisschen lyrisch. Das soll schön klingen, aber ich tue mich gerade schwer, das zu übersetzen. Bevor ich herumstottere, machen wir das mal via Übersetzungssoftware. Oh, meine Übersetzungssoftware übersetzt gerade von Englisch auf Englisch. Das hilft natürlich nichts. Das weit aufgerissene Maul der Kreatur ragte über mir auf. Der finale Schlag stand unmittelbar bevor. In einem verzweifelten Akt tauchte ich unter das Ungetüm und kramte knapp seinen zermalmenden Kiefern. Saure Galle tropfte aus der Kreatur und versenkte mein Mesh, als ich in Sicherheit glitt. Mesh ist eigentlich Netz, ne? Oder vielleicht Kleidung oder so. Der Schmerz war unerträglich. Jeder Tropfen war jetzt eine brennende Erinnerung. Auf meiner Haut bilden sich Blasen. Ich brauche medizinische Hilfe und zwar schnell. Dies ist mein Hilferuf und ich hoffe, dass ihn jemand findet, bevor es zu spät ist. Zur Upgrade-Liste an der Werkbank hinzugefügt, ein Gleiten. Okay, ich kann jetzt was Neues an der Werkbank herstellen. Dann war das jetzt nicht nur ein netter Text. Er hat mir auch was real gebracht. Cool. Oh. Was ist das? Das ist das. Super! Wer seid ihr denn? Ein bisschen mehr ab. Oh, wow, 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 wow. Das steuert sich gar nicht gut. Komm, Waffenwechsel. Macht sie nicht beim Sprinten. War das jetzt schlau, so viel zu verballern? Ja, ich komme hier gar nicht weg, bevor die nicht tot sind. Dann nehme ich mal noch ein Medipack. Okay. Gut, ich bin ziemlich leer geschossen. Und noch viermal Schrot. Okay. Müssen wir jetzt durch, schätze ich. Wir haben jetzt hier den Schlüssel für. Aber man muss ja mit Widerstand rechnen, ne? Darum sollte ich vielleicht vorher speichern, bevor wir da reingehen. Oder mir kommt auf dem Weg zum Speicherpunkt jemand entgegen. Na gut, machen wir es so. Auch das schöne Detail, dass diese Schließbewegung animiert ist. So, da wurde sich wirklich Mühe gegeben. Da hat jemand sein Spiel lieb. Finde ich gut. Hatte ich nicht gerade... Oder war das Schrot? Ja, okay. Dann lad mal nach, Lady. So, und hier ist... das vermisste Rädchen. Okay, jetzt kann ich sie alle drehen. Frage ist, nach welchen Kriterien? Ach, ich drehe die Rohre dahinter.
Ich war gerade so ein bisschen auf einem anderen Spieltrip. Ich will da wahrscheinlich ran. Okay, verstehe. Demnach war das ziemlich dumm. Genau, Deliver Us Moon. Da war mal so ein Rätsel. Gut, das kann so bleiben. Ich kann ja durchkriechen. Das kann aber nicht so bleiben. Das Rohr da ganz unten natürlich auch nicht. Okay, aber ich drehe mit den Äußeren immer beides und mit dem Inneren nur eins. Da muss ich noch ein bisschen mehr drehen. So, jetzt müsste es gehen. Ah ne, lässt er mich nicht. Na gut, dann muss ich hier auch nochmal drehen. Jetzt meinen wir hier noch ein Toolkit. Ah, und hier haben wir den Schlüssel zum Schloss. Sehr gut. Und noch eine Notiz. Adrenalin durchströmt. Also in einem Wutanfall durch Adrenalinstoß habe ich die volle Kraft meiner Geschwindigkeit entzügelt. Meine Füße verbanden sich mit der schweren Tür und dem des öffentlichen der öffentlichen Toilette. So. Mit einem kraftvollen Knall riss die Verankerung aus und zersplitterte unter dem Einschlag. Ja. Oh, ist sehr dramatisch, ne? Und von sich überzeugt. Darin fand ich den, der sich mir entziehen wollte, sein Versteck. Das verstehe ich alles nicht. Okay. Sehr dramatische Erzählung, die aber dazu führt, dass ich jetzt eine Sprint-Nahkampfattacke mir erkaufen kann. Nett. Und da habe ich nochmal einen Gegner. Das ist nicht so nett. Wie wär's denn mal mit deiner Waffe, Gute? Sehr schön. Aber gut, den werde ich wahrscheinlich nicht anders los, ne? Folgt er mir hier rein? Jetzt mal speichern. Ich nehme mal einen neuen Slot, falls das hier gerade eine dumme Idee war. Ja, ich habe doch einen neuen genommen. Hoffe ich zumindest. Ja, der kommt hierher. Das wäre schlecht, wenn er mich hier einkesselt. Würdest du bitte mal sterben? Ist er tot? Gut. Gut, dann gehen wir mal an die Werkbank. So, Melee Cooldown, Sprint Melee. Ist vielleicht gar nicht schlecht, um ein bisschen Munition zu sparen. Und jetzt noch die Melee Cooldown verringern. So, dann bin ich ein bisschen im Nahkampf stärker. Und hier, die kann ich jetzt mit dem Verbliebenen noch ein bisschen upgraden. Das ist doch gut. Ich finde, da haben wir uns eine ausgewogene Vermischung. Aber im Grunde ist es ja richtig. Verschafft. Ja, das wollte ich jetzt so sagen. Ich kann dich nochmal speichern, doch. Dachte, das war ihm zu kurz. Dann können wir jetzt ins Schloss rein. Dann machen wir das mal. Ah, fuck. Ja, zum Glück nur einen. Das kriegen wir noch hin. Ja, dann können wir unsere Melee-Attacke, Sprint-Attacke probieren.
sehr geil. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe die falsche Maustaste gedrückt. Es lag mal nicht am Spiel. Sehen, ob wir die tot treten können. Ist natürlich nicht so geil anzusehen. Ja, es geht. Bei einzelnen Gegnern ist das eine echte Alternative. Sparen wir Munition. Aber das hier doch gleich nochmal. Aber die hält mehr aus. Mal sehen, ob das bei der auch geht. Da kommt schon, Schätzchen. Oh. Ah, das läuft gerade nicht so gut. Aber immerhin. Da hatten wir in der Hütte noch 4 Schuss für gebraucht. Jeder Schuss zählt. War da noch was? Nee. Okay. Oh. Sind wir erstmal ganz gut wieder Grund ausgestattet. Obwohl ich, man muss ja ehrlich sagen, jetzt so besonders geil habe ich bisher nicht gespielt. Wir machen jetzt mal für diese Folge erstmal so weit, wie wir kommen. Die nächste kann ich ja damit vorbereiten, dass ich nochmal ein bisschen ressourcenschonender hier hinspiele. Okay, ein großer Dude. Ich glaube, da probiere ich es gar nicht erst betreten. Okay. Ja, schaut euch mal den Energiebalken an. Ah, hier sind, da muss ich ihn wahrscheinlich ranlocken, ne? Na komm. Bist du dich da noch? Ja, so ist gut. Nein! Das gibt's doch nicht! Aber raubt ihm nicht allzu viel. Ach, da werde ich auch angegriffen. Okay, der Bosskampf läuft doch anders, als ich dachte. Komm schon, großer Junge. Und hoffentlich komme ich auch an dem vorbei. Ich müsste jetzt langsam wieder zurück. Oh, hat sie nicht benutzt. So. Muss mal nach der Munition noch Ausschau halten. Da ist noch eine. Ah, ist schon dran vorbei, ist Mist. Komm, mach schnell! Lauf! Danke!
Hier ist auch nochmal. Ah, ein Medkit ist auch gut. Nicht knien, warum kniest du dich? Die stresst mich mehr als der Gegner. Gut, wir haben immerhin schon mal mehr als die Hälfte weg. Das ist doch schon mal was. So, komm, Dude, wir haben noch eine Gasflasche für dich. Und noch ein Medkit für mich. Siehst, für jeden ist was dabei. Komm, 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 komm. Und du bitte ziel, verdammte Axt. So, mal schauen, ob wir den jetzt noch mit dem Rest Munition platt bekommen. Ansonsten habe ich hier gelitten. Denn betreten werde ich den nicht umhauen. Lauf! Okay. Das hat wohl eine Sprachsteuerung. Das wird echt knapp. Ein Schuss noch, da wird nicht reichen. Habe ich noch irgendwo eine Munition übersehen? Es bleibt nur zu hoffen. Hier ist nichts mehr. Ah doch, hier ist noch was. Pumpgun. Gut, könnte reichen. Wir haben es geschafft! Mit dem letzten Schuss! Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Ja, ich habe jetzt gar nichts mehr. Aber ich habe gewonnen. Tja, da schleichen wir mal hinterher, würde ich sagen. Oder auch nicht. Da geht's wahrscheinlich auch gar nicht weiter für mich, oder? Nee. Gut, dann war das tatsächlich der einzige Weg, den ich gerade habe. Das nehme ich doch gerne. Lad ruhig schon mal nach. Wer weiß, wann wir es brauchen. Oh, ein Irrgarten. Das ist ja was für mich. Ich hoffe, die Ironie war durchzuhören. Gut. Ich überlege gerade ernsthaft, ob wir das einfach mal weiter strapazieren, das Spiel. Dass ich nicht beim nächsten Mal nochmal vorbereite, sondern wirklich in einem Rutsch es versuche. Es scheint ja darauf angelegt zu sein, dass es strammes Programm ist, aber immer gerade so aufgeht. Dann hätte es nochmal einen gewissen Thrill. Vielen Dank. Okay, ich glaube aber, ich habe alles gesehen hier, ne? Oder, ah ne, hier geht's nochmal rum. Ne, hier war ich schon. Gut, da beginnt sie, meine Desorientierung. Ha. Oh. Was war das? Oh, hier ist ein Hebel. Hebel ist gut.
Okay, ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass eines der Tore aufgeht. Aber von mir aus auch eine sich selbst aufbauende Treppe. Warum nicht? Na gut, ich denke auch gerade so bei mir, das spricht eigentlich sehr für das Game Design, dass es alles knapp ist, aber funktioniert. Eigentlich so, wie es Survival Horror sein soll. Okay, das Artstell, Haze Maze Leaflet, okay. Tritt ein in eine Welt der Wunder und Erkundung in einer historisch konservierten Spaß hat, keine Ahnung, genau. Fühle den Thrill der Erkundung, während oh Gott, Moment, ich da benutze ich wieder meinen Übersetzer, bevor es hier noch hässlich wird. Also die Heckenlabyrinth-Broschüre. Betreten Sie eine Welt voller Wunder und Entdeckungen in unserem historisch erhaltenen Heckenlabyrinth. Erleben Sie die Nervenkitzel der Entdeckung, wenn Sie Nischen freilegen und durch ein sorgfältig angelegtes Labyrinth in vergangene Jahrhunderte eintauchen. Überqueren Sie vier Bereiche des lebhaften Art Stalegard über die erhaltenen Steinbogenbrücken. Ein mechanisches Wunderwerk seiner Zeit, das nur Steine und Zahnräder verwendete und durch Ziehen eines Hebels zu funktionieren. Ein wahres Zeugnis von Handwerkskunst und Einfallsreichtum. Ihre Reise erwartet Sie. Gut, also ich habe ein einfaches Show-Rätsel gelöst. Aber wo war das jetzt? Ah, hier. Oh, da haben wir ja noch. Haben wir ja noch was. So. Es gibt immer so eine Latenz. Oh. Ups, Entschuldigung. Irgendwas stimmt gerade nicht. So, jetzt haben wir es wieder. Es gibt immer so eine gewisse Latenz zwischen den Aktionen, die irgendwie auch nicht immer durch die Kondition begründbar ist. Ah, Safe Game. Nehmen wir doch gerne an. Yes. Dann gucken wir mal weiter. Es geht leider noch weiter mit Labyrinthen. Moment, ich könnte mal meine Gesundheit noch mal ein bisschen auffrischen. Eine neue Notiz. Gut, ich mache einfach mal weiter mit dem Übersetzer. Das ist, glaube ich, für uns alle ein bisschen schöner. Im Labyrinth hat sich Flusswasser angesammelt, vermischt mit der übel riechenden Flüssigkeit, die aus dem Schloss austritt. Die Feuchtigkeit und Nässe hat Ungeziefer angelockt. Ich höre sie zwischen den Hecken herumschnattern und darauf warten, alles zu zerstören, was ich instand halte. Wenn das so weitergeht, wird bald der ganze Garten untergehen. Ich muss zur Hütte, um meine Werkzeuge zu holen. Hoffentlich etwas, das das Leck auf ein Minimum beschränkt. Schade, dass die Bauarbeiter gehen mussten. Sie könnten sich jetzt als nützlich erweisen. Ich werde mein Bestes tun, um es zu erhalten, aber ich kann es nicht ewig aufrechterhalten und es wird jeden Tag schwieriger, durch dieses Chaos zu laufen. Was auch immer Sie vorhaben, schaden Sie dem Land nicht. Der Gärtner. Bill. Den Namen Bill hat die Übersetzungssoftware witzigerweise als 8111 auf dem Kopf stehend übersetzt. Warum auch immer. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh, ich habe einen Schlüssel. Dann schaue ich mal vorher noch, ob es hier noch ein bisschen was abzufarmen gibt an Items. Ja. Siehst, wäre doch schade drum gewesen. Hier noch mehr irgendwas gewesen. Hm, scheinbar aber nicht. Ich glaube, ich renne wieder zum Anfang zurück. Ja. Aber hey, da können wir nochmal speichern. Ich finde auch cool, dass da die Items gezeigt werden im Speicherstand.
Es macht nicht überragend viel Sinn, aber manchmal kann man damit ja seinen Speicherstand ganz gut identifizieren, wenn es da mal so einen größeren Fortschritt gab. Ich glaube, das ist gefährlich. Ja. Das Gemeine ist, dass die geräuschlos sind. Merkt man ja nicht kommen. Sehr schön. Siehst du, das hätte man gar nicht gesehen. Man muss echt in die Gänge sicher jetzt aber nochmal reinlaufen. So wie es aussieht. Hier ist doch irgendwas. Ah, keine Ahnung. So auf der anderen Seite der Hecke. Jetzt wird's wirklich langsam verwirrend. Ah, was ist das denn? Ein Toolkit. Sehr schön. Oh, fuck! Das sind ganz schön viele. Au! Oh, die haben sich gegenseitig ausgelöst. Hätte ich glatt nochmal zwei Schüsse gespart. Mist. Ah, was hast du denn da für mich? Feini, dankeschön. Ah, eine neue Lever. Ah ja, perfekt. Ich höre da schon was kommen. Sehr gut. So langsam grooven wir uns ein. Ich nehme euch immer direkt im Sippenhaft, ne? Wir. Aber bemerke die Feinheit, ich binde euch immer nur dann ein, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, nehme ich es auf meine Kappe. Oh, ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen. Ha, sehr schön. Haben ihn glatt mit in die Luft gejagt. Oh ja. Oh, fuck! Das war eine Falle. Okay. Ich merke schon, das könnte auch so ein Spiel sein, bei dem es bestimmt Spaß macht, sich so ein bisschen einzuspielen. Bis man es dann wirklich ganz smooth durchdaddeln kann, weil man alle Ecken und alle Fallen kennt. Oh. Kommt mir da jetzt entgegen? Ach, so ein Troller wieder. Habt ihr das gesehen? Die beiden Schüsse wurden... Ah doch, wurden doch registriert. Jetzt wäre sie nicht tot umgefallen. Dachte schon, die zählten nicht, weil noch in der Animationsphase oder irgendwie sowas. Aber wirkte nur so. Hier ist das nächste Tor. Ah, wer kommt da jetzt? Ach. Vertragen die neuerdings so wenig? Oder treffe ich einfach nur besser? Sie hat was von Lara Croft, ne? Von der neuen Lara Croft. Also ab der Tomb Raider von 2016, glaube ich. Ich wäre fast weitergelaufen, nicht Depp. Und ist ja noch ein Hebel. Hätte ich schon gewundert, dass das Tor zu war. Alles klar. Aber ich nehme nicht an, dass ich einfach durchmarschieren kann. Was ist das hier? Eine neue Notiz. So, und jetzt gewöhne ich mich langsam dran.
Übersetzer. Da, 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 da. Als ich losging, um die Werkzeuge zu holen, die ich zum Reparieren des Lecks brauchte, stolperte ich über eines dieser schmatzenden Schädlinge. Ich hatte noch nie einen Wurm gesehen, der eine eigenartige Größe und Form hatte. Meine Neugier war geweckt und ich streckte die Hand aus, um es zu untersuchen, doch dann ertönte eine üble Explosion, die mich von der Hüfte abwärts gelähmt zurückließ. Dieses Miststück. Ich kroch in den Schutz dieser Nische in der Hecke und war gefangen, umgeben von den unheimlichen Echos unsichtbaren Grauens. Tagelang wartete ich qualvoll im steigenden, trübenden Wasser und meine Kraft schwang... schwang? Schwand dahin mit jedem Augenblick. Freut euch, Mutter und Vater, ich werde ein Teil dieses heiligen Bodens sein. Als Teil des Plans der verwandten Lords verabschiede ich mich von der Welt, die ich einst kannte. Wieder Bill und diesmal wird er mit römisch 3 Punkt übersetzt. Ich glaube, das könnte zum Running Gag avancieren, was aus dem Namen Bill so alles entsteht. Okay, aber ich glaube, ich muss da hinten jetzt weiter, ne? Hier. Nee, muss ich nicht, aber ich finde was. Das war's wert. Tatsächlich habe ich jetzt keinen Plan, wo ich hin muss. Aber hey, wir schaffen das schon. Ihr werdet mir doch sicher helfen, nicht wahr? Vielen Dank. Und nicht abschalten oder so. Glaubt an mich. Ich mach das schon. Irgendwie. Ich wäre drohnisch. Welches Tor ist denn jetzt eigentlich aufgegangen? Das ist zumindest schon mal die Treppe, zu der ich will. Aber wie komme ich da hin? Ich hörte schon wieder irgendwas Komisches. Oh, ein neuer Gegner? Das könnte dafür sprechen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, bin ich. Sehr schön. Guck mal noch ins Eckchen rein, ob da noch was Nettes für mich ist. Und wahrhaftig. Pumpgun voll? Na dann. Oh, latsch schneller, Kind! Das gibt's doch nicht. Fuck. Ah ja, der lähmt einen, haben wir gelernt. Oh Gott. Ist kein Bock darauf, dass es an so einem Scheiße scheitert. Sehr schön. Gut. Grunzen zwar noch nach. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir jetzt schon an den Punkt kommen, zu viel Munition zu haben. Zu viel Energie haben wir jedenfalls nicht. Okay. Jetzt mal wieder ein Platz zum Speichern. Das wird auch ganz, ganz fein. Hm. Ah, da liegt ein Medipack. Da ist ein Gegner. Hihi. So, ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich zu wenig Munition verbrauche, ne? So. Mal direkt wieder das Medipack verwenden. So. Kleines Päuschen gemacht. Infos, die Welt nicht braucht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange hier gehen wird. Upsa. Ah, das ist gut. Das nehme ich gerne. Sehr schön. Fühle ich mich direkt viel sicherer. Ah, noch ein Hebel, wer hätte es gedacht. Ah,
Ah, das ist wieder ein Speicherpunkt. Er ist gar nicht mehr weit weg. Sehr gut. Werden wir ihn noch erreichen? Man weiß es nicht. Ja, aber da wirklich bei der Steuerung muss noch so ein bisschen gefeilt werden. Ich gewöhne mich jetzt langsam daran, erstmal so eine gewisse Pause abzuwarten, bis ich wieder eine Aktion durchführen kann. Aber muss nicht sein, finde ich. Hier ist der zweite Hebel, sehr gut. War ja noch eine zweite Tür vor der zuerst geöffneten. Wunderbar. Jetzt noch den Weg finden. Das wäre ein Träumchen. Möglichst ohne allzu großen Widerstand, sehr gut. Dann speichern wir jetzt nämlich und machen hier erstmal den Cut. Ja, also es überrascht mich durchaus positiv. Es macht sehr viel Spaß. Es ist fordernd, es ist spannend. Ah, gut, das nehmen wir noch mit. Da wollen wir wahrscheinlich ran und dort wird man uns nicht so einfach gewähren lassen. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Dazu aber beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.